Sebaistos, kannst du mir helfen? Bitte? Wir müssen das da. Und dann zeige ich da Lerke noch dieser qualmende Gwen-Petrelstein rum, oder? Mit Genau, der ist noch. Schwefelrauch und so. Wir müssen uns darum kümmern. Hol bitte eins der Fässer. Ich hol meine Zange. Wieso denn da? Ja, okay, Weil dann hole ich Fässer den. Deckel haben. Was? Okay, aber was ist das für ein komischer Stein, Mensch? Ja, Was ist das das denn? ist ein Quinpritylstein, aber offensichtlich keiner, den man offensichtlich etwas, was mit den Niederhöllen in Zusammenhang steht. Also, Nun ich gut, war nun ja gut, schon in dann. dem ein oder anderen Effa-Tempel. Und da sieht man ja manchmal einen dieser Steine, aber das mit dem komischen gelblichen Rauch um den Stein, das habe ich noch nie gesehen in einem Effa-Tempel, bin ich mir ziemlich sicher. Dann Das stimmen ist wohl auch die nicht so schön. Gerüchte, dass diese Steine doch mehr sind als nur leuchtende Steine. Wie seht ihr eigentlich so von den Wunden Oh. her aus? Weil ich habe zum Glück keinen Treffer abbekommen, aber quillt bei irgendeinem von euch noch Blut aus dem Körper heraus? Oder wie stark seid ihr eigentlich verwundet? Nur eine leichte Stichwunde. Torster hat schon zwei ordentliche Schläge abgekriegt. Der schaut schon verletzt aus. Meine Lederrüstung ist durchbohrt, aber nur eine Fleischwunde. Was ist denn los? Er kommt wieder Wir zu haben sich. gewonnen. Nicht schon wieder. Was ist denn mit dir passiert? Was war das denn eben? Was heißt hier schon wieder? Ich habe nicht ohne Grund dieses rote Stirnband. Da kommen wir jetzt zu dem roten Stirnband. Dieses Wesen ist also wegen euch hier aufgetaucht. Hat es irgendwas Nein, mit dem nein, Stirnband? nein. Nein? Ach so. Es ist die Sfaskrari, die Walwut. Ja, wie gesagt, in Wenn unserem Lande gibt es auch so etwas. ich zu Aber stark das macht. verletzt werde, dann übernimmt die Wut die Kontrolle über mich. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade im Moment? Sehr, sehr platt. Sehr, sehr Da ist müde. es doch sehr praktisch, dass über uns doch das ein oder andere Zimmer frei ist. Ich würde empfehlen, sich auszuruhen. Ich will, Euer Gnaden, darf ich fragen? Ich nehme an, dass ihr die göttliche Führung in diesem Fall übernimmt, aber wir können doch diesen seltsamen Stein unmöglich hier einfach in der Schenke liegen. Wo ist, Sebaistos, wo ist denn das Ich Fass? komme ja schon, ich komme ja schon. So. Was sollen wir jetzt tun? Zuallererst, ich glaube, wir hatten hier einen Kollegen, der einen Stein gesucht hat. Ich würde ihn Ja. vielleicht einmal darüber informieren, dass wir ihn möglicherweise gefunden haben. Ja, die Da liegt Tür er öffnet bewusst sich, kalte los. Luft zieht wieder rein und der Nebel von draußen. Und ja, ihr könnt zwei Stadtgardisten sehen, die sehr entspannt wirken und erst einmal gerade rüber zur Theke, zu Talianmil schauen und sagen, hat hier jemand nach den Bütteln gerufen? Ja, guten Tag, die Herren. Sind Sie auch schon da? Pünktlich Oh. wie immer. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Und sie gehen direkt auf Torstor zu. Hat er Ärger Nein, nein, gemacht? nein, nein, nein. Der Mann war das Opfer. Der Mann war hier das Opfer. Gut, von Wir wem? haben hier Ihre Pflicht getan, ja? Sie Wie hätten meinen? hier eingreifen können. Euer Gnaden, Verzeihung. Ich sag schon nichts mehr. Verzeiht, wir hatten gerade hier eine Bitte, würdet ihr so freundlich sein und den Tempel, den neuen oder den alten, auf jeden Fall Hochwürden Graustein informieren, dass es sich hier in dieser Taverne ein Gegenstand befindet, der bitte von der Effertkirche in Gewahrsam genommen werden soll. Ach, das ist doch gar kein Problem. Talion Mehl kommt hinter dem Tresen vor. Das übernehme ich. Die Herrschaften haben doch Nachtwache. Havena-Bierchen für eine kurze Pause. Eine kurze Pause muss doch mal drin sein. Ich übernehme das schon. Sula, du übernimmst dann hier und ich bringe den Stein dann mit. Hältst du das wirklich für eine gute Idee, den Stein einfach so mitzunehmen?
Nein, ich halte also es nicht für eine gute Idee, ihn einfach mitzunehmen. Ich halte ihn für eine gute Idee, ihn zu einem Ort zu bringen mit Leuten, die sich mit Gwen Pythilstein auskennen. Ach, jetzt komm, Asaf, was sagst du denn als nächstes? Behauptest du jetzt, wir sollen ihn zum Everdempel bringen? Nun ja, sehe ich hier gerade ein paar andere vernünftige Leute? Ich habe Fragen zu euer Gnaden. Gutige Leute? Ja, weiß der eine oder andere Hut erhebt sich so langsam wieder hinter einem Tisch. Weiß Waffen, das solltet ihr tun. Ich weiß noch nicht, ob ich mitkommen kann. Ruh dich erstmal aus. Du hast schon getan, was du tun konntest. Aber ja. Wo ist denn überhaupt der Jüngling, der eigentlich mit diesem Stein betraut war? Und der liegt zwei Tische weiter ohnmächtig am Boden wieder. Der ist ja sofort wieder umgefallen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn, bis wir hier aufgeräumt haben und die Leute wieder Platz genommen haben, es scheint ihm ja öfter so zu gehen. Ihr und Taliomel deutet auf Asaf. Eine Sache, an die Talion gerichtet. Talia, die Wirtin. Wie könnte es passieren, dass der Stein von dem Jungen in euren Kohlenkeller gekommen ist? Das ist in der Tat eine gute Frage. Er hat doch gesagt, dass er ihn verloren hat. Ja, er hat ihn verloren, aber ich weiß es nicht, wie er ihn verlieren konnte und er landet dann im Kohlenkeller. War der Junge im Kohlenkeller oder was? Ach so. Nein. Das habe ich mich auch bereits gefragt. Wie kann das geschehen sein? Das ist eine gute Frage. Also. Sebastos, gib das Fass etwas und ich lasse den Stein mit der Zange einfach reinfallen und dann bedecken wir das Ganze noch mit Sand. Ja, aber nicht einfach fallen lassen, ja? Vorsichtig, nimm deine Hände vom Rand weg. Nicht, dass ich dich mit dem Stein noch berühre. Ja, gut, ich lasse los. Schön langsam. Kommt dir das auch irgendwie komisch vor, dass sie auf einmal so ein Interesse, so ein großes Interesse an diesem Stein hat? Flüstere ich zu ihm, während wir den Stein hineinlassen. Alter, hast du irgendwas mitbekommen von dem, was vorhin besprochen worden ist? Wer hatte sie nochmal murmeln sehen während dem Kampf? War das ich gewesen? Wer hat gemurmelt? Ich. Ich habe mitbekommen, dass die Talion, dass die Wirtin gemurmelt hat. Aber sie ist eine Elfe. Von daher. Kurze Frage einmal, als Sebastos und ich den Stein in dieses Fass reintun, ja? Der Stein an sich, sieht der rund und bearbeitet aus? Weil viele von diesen Gwen-Pythrylsteinen wurden auch bearbeitet, damit sie in Fassungen reinpassen oder ähnliches. Oder sieht der sehr roh und krude aus? Sind da vielleicht noch andere Steine mit eingeschlossen und ähnliches? Und irgendwas, was auffällig ist. Wie groß müssen wir uns den vorstellen? Und vor allem, es suppt auch etwas, hast du gemeint. Ja, das verliert sich ja jetzt im Sand, wenn ihr den mit der Zange da so ein bisschen durchwedelt. Der ist ungefähr faustgroß und so stark bearbeitet ist der jetzt nicht. Aber der hat schon eine ungewöhnlich harmonische Form, was dafür spricht, dass er mal bearbeitet wurde. Was man darauf sieht, ist ein kleines, eingeritztes Wappen und mehrere Symbole unbekannter Art. Kann man die wiedererkennen? Beherrscht jemand von euch Zayat? Nee. Dann wäre es möglich mit einer Probe auf Etikette, wer mag. Etikette kann ich anbieten. Bitte? Ich könnte Torvalaruden anbieten. Nee, ich glaube, das hilft dir selbst mit einer Erschwernis in dem Fall nicht. Es wäre eine Probe auf Etikette für jeden, der mag. Nö. Finde ich in Etikette. Bei Gesellschaftstalenten. Unter Gesellschaftstalenten. Nein, das macht keinen Sinn. Habe ich mir schon fast gedacht, aber das macht bei mir keinen Sinn. Ich würde gerne nicht auf Etikette würfeln, sondern auf Steinbearbeitung. Sieht ja sehr wertvoll geschliffen aus. Ist das eine sehr kostspielige Arbeit oder so? Vielleicht fällt mir da was auf. Ich würde Etikette machen wollen. Ja, gerne. Das sind wieder 3W20 und dann vergleichen mit den Werten, die du da stehen hast. Oh, sehr schön, das funktioniert. Gut, das bei Asaf hat es auf jeden Fall nichts gebracht. Wie sieht es bei dir aus, Josef? Mit Steinbearbeitung habe ich da noch 3 Qualitätsstufen. Wow.
Ein Handwerk. Torso? Ja, das hat es nicht gebracht. Ich habe nicht bestanden. Nee, bei mir auch nicht. Gut, dann, Josef, also du schaust jetzt nochmal genauer hin. Wie gesagt, dieses kleine Wappen und diese eingravierten Runen, das sagt dir zwar nichts, was das ist. Kannst du jetzt nicht irgendwie verbinden. Das ist mit Sicherheit keine Iman-Mannschaft, so viel ist klar. Aber es ist eine sehr feine Arbeit. Also von einem Meister, würdest du sagen, der wirklich so fein, ohne dass irgendwelche Risse im Stein zu sehen sind oder so, das hier eingraviert hat. Und der Stein selbst ist sehr, sehr klar blau-grün, aber man kann fast durchschauen. Du kannst fast die einzelnen Sandkörner erkennen. Du würdest ihn auf mindestens 100 Dukaten schätzen. Das ist aber ein reiner Sachwert. Wahrscheinlich, wenn du es, also wenn Sammler das sieht, erkennt, könntest du dir auch vorstellen, vielleicht so 300, 400, vielleicht sogar 500 Dukaten. Also eines sage ich dir, Savaisus, der Stein, einmalige Arbeit, da hat jemand echt viel Geld rausgegeben, der ist ein paar tausend Dukaten wert. Wahrscheinlich vielleicht 100, paar tausend, irgend so was. Jetzt noch den Sand draufkippen. Genau. Ja. Leider, das ist auch kein Wunder, dass der junge Mann da so am Rad dreht, weil er den verloren hat. Wenn er so wertvoll ist. Wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich hat auch jetzt jeder hier mitbekommen in der Schenke, wie wertvoll er ist. Dann würde ich vorschlagen, dass wir drauf aufpassen. Ich glaube. Also, Leute, erst einmal. Ich bin kurz zu unserem Tisch zurückgegangen, habe erstmal so zwei dieser übrig geblieben. Ich komme nicht her, von uns hat das prima Feuer nämlich getrunken. Das heißt, da ist doch etwas, was man dann vielleicht noch Toaster kurz anbieten kann. Wenn man selbst seinen prima Feuer erstmal runterschluckt. Also, die Sache ist einfach jetzt die. Wir sorgen dafür, dass das Ding geradewegs jetzt an die Person kommt, die es eh kommen soll. Und dann hat sich das. Also, euer Gnaden, ich kann einen Vorschlag bringen. Ja. Wie ihr vielleicht mitbekommt, habe ich meinen Bollerwagen dabei, meinen kleinen Karren für mein Werkzeug. Wenn die Wirtin erlauben würde, dass ich zumindest den kleinen Amboss ablade, würde ich das fast drauf bekommen. Und natürlich. Also, wenn ihr es in eure Planungen mit einschreibt, also ich würde das fast drauf bekommen auf den Wagen. Vielleicht neben den Kamin, damit nicht jemand Gefahr läuft, noch darüber zu stolpern. Klingt nach einer guten Idee. Da räume ich schon mal den Wagen frei, während ihr weiter plant. Gib mir den Amboss, ich trage ihn darüber. Martin, ich helfe dir. Du bist zu sehr geschwächt. Ja. Wir bekommen das hin, Sebastos und ich. Bitte bleib einfach auf dem Fass erstmal sitzen. Ach, gib den Jungen mal was. Noch etwas zu essen für den Herrn. Er ist so geschwächt, er braucht erst noch ein kleines bisschen Stärkung. Ja. Sula, bring mal noch einen Stinker. Ja, und vielen Dank. Kommt Sula auch schon recht. Für mich jetzt auch bitte. Ich probiere es jetzt mal. Sie läuft ein zweites Mal und holt diese Rolle von diese Stinkerrolle, ein sehr seltsamer Käse. Ja, schmeckt, ist Kümmel drin. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier erstmal halbwegs klar Schiff machen und dann, wenn es hier wieder annehmbar aussieht, den jungen Herrn wieder aufwecken, damit er begutachten kann, wie wir seinen Stein wiedergefunden haben. Und dann soll er vielleicht auch entscheiden, was ihr damit dann macht. Wirtin, habt ihr einen Deckel zu diesem Fass? Oh, ich schau mal im Vorratsraum. Kommt am besten mit. Ich komme mal kurz mit. Ich möchte mir noch kurz den Kohlenkeller anschauen. Vielleicht. Ich würde sehr gerne wissen, wie der Stein da runtergekommen ist. Ich bleibe beim Stein. Kai, zeig ihm mal, wo das ist. Sula, kümmer du dich um die Gäste. Eine Runde geht aufs Haus. Dünnbier. Und ja, mit dir, Josef, geht sie dann noch zu einer Stelle, die ich dir auf der Karte auch zeigen kann. Du erkennst an den Einritzungen eines Herzens, dass es sich hier offenbar um die Latrine handelt.
kannst aber eigentlich keinen Geruch großartig wahrnehmen. Und als die Tür geöffnet wird, erkennst du auch, dass das mittlerweile wohl ein Vorratsraum ist. Hier sind jede Menge Wimpel, Imanschläger und Ornate von gegnerischen Mannschaften, die in ehrwürdigen Keilereien erworben wurden. Alles in Ordnung. So, dann schauen wir hier mal. Sula gibt eine Runde aus. Die Gäste werden nach und nach auch wieder wach. Bis auf den guten Choss, der ist vor Schreck, der hatte eh einen Riesenhumpen mit seinem Primafeuer. Der hat es seiner Mittelfeldspielerin gleichgetan und ist auf dem Tischschneichen zusammengebrochen. Die beiden haben jetzt die Musik des Baden übernommen, der irgendwie immer noch nicht zu sehen ist. Man kann seine Laute irgendwo ganz am Ende der Theke erkennen. Und irgendwo zwischendrin wird auch der Jüngling wieder wach. Ach, Großmutter, was ist passiert? Er wird dann in Kenntnis gesetzt. Und ja, du, Asaf, besichtigst mit dem glatzköpfigen Koch noch einmal den Kohlenkeller. Tatsächlich ist die Tür nicht verschlossen. Man muss über den Hof rüber zu den Stallungen. Und dort führt eine Treppe hinunter in den Keller. Und er beschreibt dir also, dass er einfach mit der Schaufel rumgeschaufelt hat. Das kannst du nicht weiter klären. Ich denke aber, also wenn ihr... Also nur kurz, es ist nicht so, dass diese Kohle quasi durch eine Art Falltür von oben nach unten reinfallen könnte oder so etwas, also... Nee, wenn, da muss jemand unten gewesen sein. Also jemand müsste schon gut gegangen sein und dann bewusst dieses Ding hier versteckt haben. Das könnte jetzt nicht durch einfach nur Unfall oder durch Stampigkeit hier aus Versehen runtergelangt sein. Nee, das muss jemand bewusst gemacht haben. Zumal, was du dir auch noch herleiten kannst, Kai diesen Stein ja nicht gesehen hat. Das ist ein Effertsfeuer. Das ist ein Stein, der leuchtet. Ja? Und er hat nichts leuchten sehen. Also aber da gehe ich durchaus davon aus, dass sehr wahrscheinlich der Stein eingewickelt war in Leder oder so etwas dergleichen, weil und dass er damit durchaus dann vielleicht beim ersten Mal, wenn du ihn reinschaufelst, nicht unbedingt bemerkt wird. Das so, dass das dann eben quasi unter den Kohlen dann eben, das fällt dann nicht auf, wenn das doch entsprechend hier dunkel und schwarz alles ist. Ja, Kai schwört auf jeden Fall Stein und Bein. Kein Leder, kein Tuch, kein Leuchten, Mann. Nur Kohlen. Nur Kohlen, Mann. Ja, und fühlt sich nur da auch Kohlen. So ein bisschen angegriffen. Ich würde es aber ganz gerne an der Stelle, warte, sonst können wir eine Kampagne draus machen, würde ich es wirklich gerne abkürzen. Es wäre ein anderes Abenteuer herauszufinden, wie dieser Stein dahin gelangt ist. Also ihr könnt diesen Stein dann noch nehmen mit dem Fass, mit dem Karren und könnt gemeinschaftlich oder wie auch immer zum Effa-Tempel, wo er auch in Empfang genommen wird. Ihr werdet dort noch etwas über diesen Stein in Erfahrung bringen, denn die kennen sich ganz gut aus mit Eine Sache noch. Ja, bitte. Entschuldigung. Bevor wir darauf brechen, würde ich noch gerne von der Wirtin die zwei Dukaten um 5 Silber noch einstreichen. Achso, du willst nicht zurück hinterher? Ja, die wirst du anstandslos bekommen im Tempel selbst. Erklärt man dann auf jeden Fall, das Wappen, das ist ein albernisches Wappen. Das ist aber schon ein paar hundert Jahre alt. Und ein älterer, recht ehrwürdig wirkender Effardgeweihter murmelt noch ein Wort, als er sich umdreht, nachdem er sich bedankt hat und jedem von euch noch einen guten Fischfang gewünscht hat. Also einen Segen dafür auch bekommt ihr auch, zumindest einer von euch kann es ja definitiv gebrauchen. Und als er sich umwendet, um diesen Stein also zu den Heiligtümern des Tempels wahrscheinlich zu bringen, murmelt er noch leise, Nahema. Ja, und ihr könnt euch da trennen oder zurückgehen zu der Taverne, wo ja auch der Amboss noch ist. Was möchtet ihr tun? Ja, das wäre dann also geschafft. Wollen wir noch deinen Amboss wieder auf deinen Wagen heben? Nichts dagegen, den Abend ausklingen. Also mir war das jetzt ein bisschen zu viel. Das war... Bin ich ehrlich mit euch. Das war auch sehr aufregend. Ich hätte jetzt nichts gegen noch den kleinen oder anderen Gebrannten in der Taverne. Also würde mich auch freuen, wenn euer Gnaden und die Herrschaften Asaf sich anschließen. Oder einen trinken wir noch. Ach, so viel Aufregung könnte ich auch einen gebrauchen. Einer geht noch. Ja, oder zwei oder drei und noch was Gutes rauchen.
Entschuldigt, Sebastius? Ja, bitte. Lebst du hier in Arena? Ja. Hast du jemals Gerüchte oder Geschichten gehört, dass da Ema hier lebte? Ema? Nahema. Nahema. Oh, bitte lass ihn Ema gesagt haben. Bitte lass ihn Ema gesagt haben. Nahema, ich hab's doch gehört. Jetzt bin ich überfragt. Das sagt dir jetzt nichts. Also bei deinem Wissen, was du da so auch hast, weiß ich jetzt nicht. Nein. Ema sagt dir was, aber Nahema? Nahema, noch nie gehört, nein. Ja, ich würde sagen, jeder von euch beschreibt nochmal eine letzte Szene. Das kann direkt im Anschluss sein, es kann auch ein bisschen später sein, es kann auch die Aufteilung von 2,5 Dukaten beinhalten oder auch nicht. Wie auch immer, das überlasse ich euch, ich bin mal gespannt. Ich gehe mal von links nach rechts von mir aus gesehen durch. Das heißt, Josef, du wärst dann der Erste und dann Asaf und Relanda, Sebaistos und... Ja, wir werden uns natürlich an dem Abend noch betrunken haben, besprochen haben, näher kennengelernt haben und Erfahrungen ausgetauscht haben. Doch diese Szene findet 3, 4, 5 Tage später statt im Esche und Kork in dieser Schenke. Und man sieht Josef hinten sitzen mit Toss, diesem Iman, Toss hieß der, ne? Diesem Iman-Spieler. Ja. Und vor sich hat Josef einige Papiere aufgebaut mit Skizzen und man sieht so einen skizzenhaften Iman-Schläger und man hört Josef so sagen: Nein, nein, nein. Versteht ihr? Mit etwas Wechseldrehwuchs in der Faserung könnte man den Schläger noch wesentlich härter bekommen. Wartet doch erst einmal ab, bis ihr die erste Version davon bekommt. Sehr schön. Ja, Asaf? Asaf hatte tatsächlich sein ursprüngliches Ziel, weiter nach Torwald zu reisen, aufgegeben und würde tatsächlich die nächsten Tage damit verbringen, was das, wer Nahema ist und was sie mit Havena zu tun hat. Was mich noch brennend interessiert, bevor wir zu Relanda kommen, hast du das Geld jetzt noch aufgeteilt oder nicht? Natürlich habe ich das Geld aufgeteilt. Es war für uns alle bestimmt und so war der Deal. Naja. Und Fex gibt dem, der auch dem es gebührt. Gut, gut. Ja, zu Nahema kannst du, um das kurz zu sagen, natürlich eine ganze Menge herausfinden. Du weißt, dass sie tatsächlich mal eine Baronin war, die aber schon, also die früher auch eine Beraterin der Fürsten gewesen ist und die als Hexe und Schwarzkünstlerin verschrien war. Und während der großen Flut von Havena, seitdem gibt es ja die Unterstadt, seit einigen hundert Jahren verschollen ist. Relanda. An dem Abend, nachdem alles passiert ist und wir uns alle nochmal in der Gastschenke auf ein Bier zusammengesetzt haben, fragt die Relanda den Torstor, man könnte ja schon jemanden, der gut zuschlagen könnte, als guten Bekannten schon gebrauchen, wenn man so durch die Gegend zieht und von einem Kampf in den nächsten, um Ehre zu gewinnen für unsere liebe Göttin. Da wäre das sowas schon ganz praktisch. Könnte ich mir vorstellen. Nun, Schiffe bauen ist mein Metier. Natürlich hin und wieder mit der Axt zuschlagen. Das muss man auch können, das ist wichtig. Ansonsten kommt man ja auch nicht in die Otajaske. Und ja, ohne eine ordentliche Otajaske braucht man auch keine Otter. Also, aber jetzt wirklich auf den Kampf ausziehen, ich weiß nicht. Das muss ich mir überlegen. Ja, du musst auch überlegen, Relanda, denn wahrscheinlich sollte es für dich klingen wie böhmische Dörfer, klingt es für dich auch wie böhmische Dörfer, was er da sagt, wovon er da redet, Otter, was auch immer. Aber gut, er denkt zumindest mal drüber nach. An der Disziplin wäre ja eh noch zu arbeiten. Und Freunde kann man nie genug haben. Selbst wenn er jetzt nicht mit mir zusammen durch die Gegend ziehen wollen würde. So ist es. Und dann kommen wir noch zu Sebaistos.
Vom Tempel weg gehen wir ja Richtung Taverne noch einmal. Ich nehme Trost so ein bisschen in den Arm und spreche ihn an. Ja, jetzt haben wir ja schon was durchgemacht. Und du so als Schiffsbauer könntest vielleicht mal einem armen Fischersmann helfen mit meinem Fischerboot. Das verliert einfach. Es kriegt nicht mehr so die Fahrt wie früher. Und wir verabreden uns dann gegen einen guten Lohn. Will, dass ich mein Schiff dann auch mal anschauen. Und ich hoffe, dass er dann noch ein bisschen was machen kann. Und in der Taverne dann fachsimpeln wir über Taue und Segel. Und komische Otter. Und komische Otter. Ja, Thorsten selbst, was sagst du? Was ist deine letzte Sache? Gut. Ja, du merkst auf jeden Fall auch, von wegen, dass er wirklich davon Ahnung hat. Und hilft dir dann auch dabei, dein Schiff zu reparieren und fährt mit dir raus auf einen Fischfang. Und du merkst, er hat echt Ahnung vom Segeln. Ja, und außerdem weißt du nicht, ob es jetzt an seiner Anwesenheit liegt, ob es an dem Segen Efforts liegt oder an beidem. Aber dein Schiff ist eigentlich fast zu klein, als ihr an diesem Abend zurück in den Hafen kommt. So viele Fische hast du schon lange nicht mehr gefangen. Und ich würde sagen, damit schließen wir an der Stelle diesen kleinen Einsteiger-One-Shot ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde jetzt erst einmal die Übertragung beenden. Dann können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten. Tschüss.